Ja, hi, der Jan hier von Musing Stuff. Wir sind ja einen Tag bevor die NAMM eröffnet, haben wir uns schon mal an den Camper-Stand gewagt, wo es die Camper-News zu sehen gibt. Ich meine, Camper hat ja vor 5 Jahren mit dem Profiling Amplifier eine Revolution ausgelöst, aber man ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Deswegen gibt es auch in diesem Jahr wieder heiße News und der Tom von Camper wird uns jetzt netterweise mal ein bisschen was zu den Neuheiten erzählen. Ja, also die wesentliche Neuheit ist, es gibt eine neue Betriebssystemsversion und bei Camper ist das ja so, dann gibt es halt auch gleich wieder neue Features, neue Effekte und neue Möglichkeiten. Und das Heißeste, was da gerade gibt, ist das Morphing. Morphing klingt irgendwie technisch oder ein bisschen nicht sehr gitarristisch, aber was man damit machen kann, ist der ziemliche Hammer. Ich habe da mal so einen Sound vorbereitet. Das funktioniert alles mit einem beliebigen Expression-Pedal. Und wenn ihr mal hört, megamäßige Effekte, und jetzt trete ich das Pedal durch. Zwei Profiles, die man ineinander morpht, oder ist es eher die Effekteinstellung? Nee, das ist, also ich finde größer als alles, was bisher so für Gitarristen zur Verfügung war. Also sämtliche Continuous-Parameter, die MIDI-Leute wissen, was damit gemeint ist, also alles, was so mit Levels zu tun hat und so, kann man sich jetzt halt auf ein Pedal legen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Toe-Position mit dem, Effektpedal bin, dann kann ich jetzt zum Beispiel die Einstellung hier vornehmen, dass ich zum Beispiel die Mixregler von Hall und Delay einfach runterdrehe. So, dann ist das jetzt schon mein Grundsound, den er sich auch sofort merkt. Wenn ich jetzt runtergehe, bin ich clean. Ja. Und so geht das mit allen möglichen Parametern. Das heißt, ich kann auch die Amp-Definition, also ich brauche gar nicht jetzt einen anderen Amp zu morphen, weil ja, die Amp-Parameter von dem Camper sind ja so, dass man quasi mit Preamp-Definition zwischen 50er Jahre Tweed bis zu modernen Ultra-Pre-Shaped Boutique regeln kann. Und das kann ich mir auch da drauf legen. Und wenn ich jetzt mal eben das wieder hier, den Sound, wie ich ihn hatte, zurücknehme, wenn man hier mal reinguckt, du kannst es vielleicht mal kurz zeigen, ich drehe die Gitarre mal zu, dann siehst du halt, wie man die ganzen Parameter hier regeln kann. Ich gehe mal hier kurz raus, hier siehst du halt mehrere gleichzeitig. Das heißt, man kann im Prinzip durch die ganzen Möglichkeiten, die der Profiler hat, mit einem kurzen Pedalweg durchmorphen. Und das ist natürlich fürs Spielen, ich habe das jetzt mal extrem gemacht. Ne? Es sind 3 Delays, ein Hall. Das liegt auf der Hacke und auf der Spitze liegt dieser trockene Metal Sound. Und wie viele Parameter kann man sich da auf ein Pedal legen oder ist es im Endeffekt egal? So viel wie deinem Profiler sind, alle. Aber ich kann mir quasi jetzt auch, ich sage jetzt mal, Gain aufs eine Pedal legen, Delay aufs andere Pedal. Ja, das geht sowieso, das ist ja langweilig. Also das dann damit regeln? Ja, das geht schon seit Tag 1, das ist okay. Ja langweilig. Nee, halt alles gleichzeitig, dass du quasi von einem Rack zum nächsten irgendwie durchsteuern kannst. Magazin, schon heute frühen Termin. Nur mit einem Pedal. Also wie gesagt, das muss man so ein bisschen durchholen. Du kannst wirklich alle Effektlevel, also die Effekte müssen an sein, aber wenn du hier auf der Nullposition alles auf Null drehst,
und auf der Spitzenposition alles aufdrehst, dann kannst du im Prinzip alles, was an Effekten da ist, alle Amp-Parameter, EQ, Bass, Mitten, Höhen, wie der Amp konzipiert ist und so weiter, alles in Echtzeit regeln. Und das pro Rig. Und in Kombination mit der Remote ist es so, dass hier dann zum Beispiel, das Ding hatte immer zwei LEDs und alle haben sich gefragt, wofür die zweite ist da oben. Ja. Man sieht jetzt hier bei dem Rig, leuchtet die so leicht. Das heißt, da versteckt sich was dahinter. Und wenn ich jetzt hier drauf trete, kurz, sieht man, wie das überblendet. Ja. Automatisch. Okay. Das heißt, mit der Remote kann man dann auch so... einfach drauf bleiben im Fuß, dann macht er das auch. Okay, und diese Überblendzeit kann man auch einstellen? Genau, das gibt es dann hier im Rig-Menü. Da gibt es, warte mal, ich habe hier rumgefummelt mit meinem Speichern. Was will er jetzt von mir? Keine Ahnung. Da gibt es auf Seite im Systemmenü, müssen wir kurz finden. Da kann man Ramp Up und Fallback einstellen. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Ich glaube, das ist doch ein anderes Menü. Hier, Rise Time und Fall Time. So, Morphing. Rise Time und Fall Time. Und das kann man aber auch sagen, dass man das abhängig von dem aktuellen Tap-Tempo macht. Also wenn man, der Drummer zählt ein, man tappt mit und hat das im Tempo und du kannst das Ding auf zwei Takte einstellen. Ja. Ne? Dann läuft das immer, wenn du kurz drauf haust und zum Bühnenrand rennst, dein Ding machst, zurückkommst, drauf, dann fährt er das über zwei Takte zum Beispiel wieder zurück. Und wie gesagt, durch die ganze Welt im Prinzip. Du kannst so viele Parameter da drauflegen, wie du willst. Okay, das ist natürlich geil. Und das gibt es quasi, also das ist jetzt wahrscheinlich noch eine Vorabversion. Wann ist damit zu rechnen? Ja, im Februar wird die neue OS-Version dann halt für alle Profiler-Besitzer for free von der Webseite zu laden sein. Okay. Yes. Und, also ganz wichtig ist, hier mit der Remote geht es, wie gesagt, ne, so als zweite Ebene. Man kann sich dann immer so einen simplen, das ist mein Grundsound und auf die zweite Ebene mache ich mehr von dem Grundsound. Ne? Also mehr Gain oder mehr Effekt. Genau. Und das geht halt für jedes Rig. Aber es funktioniert einfach mit normalen Expression-Pedal oder auch mit einem normalen Schalter, wenn man die Remote nicht hat. Okay. Ja, man kann ja hinten an dem Profiler zwei Schalter anschalten oder anschließen oder zwei Pedale. Und damit funktioniert das auch schon. Also das ist nicht exklusiv mit der Remote. Okay. Ja. Das ist im Prinzip das, was jetzt Neues von der Profiler-Geschichte kommt. Okay, ja, sau cool. Dann vielen Dank schon mal für diesen kurzen Überblick über die Neuheit und ich bin mir sicher, dass viele Camper-Nutzer sich schon auf den Februar freuen, wenn sie das Feature mal ausprobieren können.